Liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei Busy Bee from Germany. Wir lassen heute mal wieder die Poppen tanzen. Ganz einfach. Ich würde euch gerne zeigen, was ich in den letzten Monaten so gefunden habe. Und das Erste, was ich gefunden habe in den letzten Monaten. Ich weiß, es gab länger keine neue Schatzsuche-Schnitzeljagd-Ausgabe. Das hat auch einen Grund, weil ich gar nicht so extrem viel gefunden habe in den letzten Monaten. Ihr wisst ja, Flohmärkte, etc. ist alles schwierig im Moment bei Corona. Man kann nirgendwo gescheit hingehen. Also habe ich mal wieder im Internet ein bisschen gesucht und auch was gefunden. Und das ist zum einen diese Ponytail. Also es ist eine Transitional Ponytail 5-6. Und die flog mir so zu, mehr oder weniger. Ich wollte schon lange mal eine Ponytail haben. Sie ist die allererste, echte, alte Ponytail, die ich habe. Ich fand die schon immer toll, aber ich hatte lange selber keine, weil ich immer Schiss hatte, mir eine zu kaufen. Weil ich finde immer, man hat so... Wenn man Anfänger ist, weiß man nicht wirklich, worauf man achten soll bei den Vintage-Puppen. Ich tue mich da auch nach wie vor schwer mit. Ich weiß mittlerweile, wie ich Mitch kaufe. Ich weiß auch, wie ich Ellen und alte Kens kaufe. Das ist kein Problem. Aber bei Barbie tue ich mich doch immer schwer, weil da die Preise immer durch die Decke gehen. Und gerade jetzt im Moment ist es halt extrem schwierig, was preislich Günstiges zu finden. So in dem Rahmen. Und naja, ich fand sie aber trotzdem. Und sie ist meine allererste Ponytail. Ich finde sie sehr hübsch. Ich werde die grünen Ohren auch demnächst noch entgrünen. Man sieht es hier, die hat extrem grüne Ohren. Das werden wir demnächst aber alles noch richten. Das ist nicht so schlimm, das kriegen wir alles hin auf diesem Kanal. Wenn ihr Fragen habt, dürft ihr natürlich auch immer gerne Fragen stellen. Das war jetzt aber nicht das Einzige, was ich gefunden habe, sondern ich habe mehr gefunden. Und zwar habe ich gefunden eine Ponytail Nummer 5. Das ist keine Transitional, das ist eine echte Ponytail Nummer 5. Die flog mir gleich zu, nachdem ich die Brünette gefunden hatte. Einfach mal so. Ich hatte damit gar nicht gerechnet, eine zu finden, aber es war plötzlich der Fall und sie war zu haben und innerhalb von 5 Minuten habe ich mich dann entschieden zu kaufen, wie das manchmal so ist. Schnell entscheiden ist gut. Ja, und seither ist sie da. Ich habe noch nicht mal die grünen Ohren weiter begutachtet. Sie ist jetzt seit einigen Wochen schon da, aber ich habe im Moment so viel zu tun, dass ich noch gar nicht wirklich zu denen gekommen bin, was ich relativ schade finde, aber gut. Das ist manchmal so im Leben, dass man Dinge manchmal länger liegen lassen muss, bevor man wirklich dazu kommt. Gerade wenn man auch Vollzeit im Berufsleben steht. Ja, das ist ein anderer Fund, den ich in den letzten 3 Monaten gemacht habe. Wie gesagt, ich finde es eigentlich relativ spannend, auch vom Material her mal richtig alte zu haben. Ich habe wenig alte. Von den Vintage-Puppen habe ich... Ich finde die toll, aber ich habe relativ wenig davon. Deswegen seht ihr auch nie so wirklich viele bei mir. Aber wenn ihr Fragen dazu habt, könnt ihr mich gerne fragen. Das kriegen wir schon irgendwie raus, was ihr wissen wollt. Das ist nicht das Problem. Ja, was habe ich noch gefunden? Ich finde es übrigens interessant auch, also gerade die alten finde ich interessant von der Materialzusammensetzung. Ich weiß, wir haben jetzt... Ihr seht hier gerade einen Superstar kennen, aber lasst mich trotzdem noch ein paar Worte zu der Zusammensetzung sagen. Mich interessiert es halt auch im Gegensatz zu anderen Sammlern sehr, wie sich die Puppen im Alter verhalten. Sie altern ja doch nun schon etwas und man weiß noch relativ wenig über die Verhaltensweise von Plastik und PVC mit zunehmendem Alter, weil es das noch nicht so lange gibt. Ich finde es aber trotzdem relativ spannend als Thema, das Ganze mal auch von der Materialsicht zu sehen. Wir wissen ja alle nicht, wie sich das Ganze in Zukunft entwickeln wird. Und deswegen bin ich auch immer neugierig auf Forschungsergebnisse und solches Zeug.
Okay, also Superstar Ken. Er ist der einzige Ken, der in den letzten Wochen wirklich zu mir gekommen ist. Ich habe relativ wenige Kens. Die tauchen auch nicht so, also dieser Superstar Ken taucht jetzt nicht so häufig auf. Wenn ihr den sucht, dann findet ihr den bestimmt auch. Meiner ist jetzt auch nicht in einem perfekten Zustand, aber ich wollte ganz gerne mal einen haben. Und der war günstig zu haben. Der Anzug ist nicht mehr perfekt, er muss noch einen besseren Anzug haben, gar keine Frage, aber für den Anfang denke ich, geht das erstmal so. Der Ken war übrigens gerade von 1977, für alle, die es nicht wissen. Die Ponytails waren von 1961. Diese Skipper hier, das ist eine Teen Skipper, die ist von 1977. Nein, 79, nicht 77, die ist von 79. Die ist mir auch relativ spontan zugeflogen. Ich fand sie ganz zufällig und habe dann zugeschlagen. Es war auch noch einiges an Zubehör dabei. Vom Originalzubehör. Sie ist etwas kleiner wie spätere Skippers, die es gab. Die Größe von Skipper ist ja immer mal wieder variiert worden. Die Ende der 70er sind wieder ein bisschen kleiner, die späteren aus den 80ern etwas größer. Alle gemeinsam haben sie, dass ihnen die Kleidung für Skipper halt passt. Ja, das schon. Ich habe den Kopf letztes Jahr schon gehabt in einem Bastellot und fand ihn relativ hübsch. Und deswegen habe ich mir jetzt spontan die ganze Puppe gekauft. Oder fast komplett. Nicht mit einem Zubehör, aber fast komplett. Für meine kleine Skipper-Sammlung. Ich finde auch Skipper interessant. Wie alle anderen Familienmitglieder von Barbie auch. Und ich finde, sie hat auch ihre Berechtigung, so wie jede Puppe der Familie ihre Berechtigung hat, die es gibt. Ihr wisst ja, die einen sammeln lieber große Puppen, die anderen kleine Puppen. Ich beschränke mich halt auf Modepuppen. Aus dem Hause Mattel. So, ich hoffe, euch gefällt mein kleines Video, dass ich das jetzt nicht so lang gemacht habe, aber auch so, dass es interessant für euch ist, dass ihr ein bisschen was lernen könnt aus der ganzen Geschichte, was ich so gekauft habe. Und ich hoffe, dass ihr meinen Kanal abonniert und dranbleibt für die nächsten spannenden Videos auf diesem Kanal und wünsche euch bis dahin eine schöne Zeit. In den nächsten Wochen gibt es sicherlich neue Videos. Bis dahin. Eure Busy Bee from Germany. Auf Wiedersehen.